Versteht ihr? Das kann ich euch nur sagen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch nur peinlich. Was geht ab? Oh, Was Salam geht ab? Malaikum Salam. Alaikum. Gut, gut. Mir geht's sehr gut. Ich finde es sehr peinlich, dass mich der Manuelsen 4 Stunden lang blockiert und nach mir ich an einen öffentlichen Ort locken will, um mich in den Knast zu bringen. Warum blockiert er mich 4 Stunden, wenn er sich treffen will, der Manuelsen? Und erzählt irgendwelche Lügen über mich oder steht bei einem Tageszentrum in der Nacht, wo es Wie? nicht einmal offen hat, wo die Leute ihre Post abholen. Ich schwöre es euch, der hat sein Gesicht mehr als verloren, jetzt versucht er zu retten, was geht. Und diese Fake-Albaner in Wien, ich schwöre es dir, glaub mir, die werden ihre Packung bekommen. Man wird ja sehen. Schau mal, Manuelsen ist hier gekommen und er blockiert mich, wie ich mich mit ihm treffen wollte. Wer macht das? Ich verstehe das wirklich null. Wie geht's dir? Geht's dir schon besser? Bisschen, ja, bisschen. Sag nur. Deswegen, ich schwör's dir, ich habe mich gestern schon gefreut gehabt auf Treffen. Ich bin extra nicht TikTok gegangen. Er sagt zu mir, er meldet sich 40, 50 Minuten. Ich habe sogar YouTube, du kannst schauen, ich habe YouTube-Video hochgeladen, wo ich seinen Freunden sage, Manuelsen redet mir zu viel. Er soll einfach hier Foto schicken, ich schicke ihm Standort und fertig. Klären wir auf Schnurrbart. Und dann, auf einmal, er sieht, ich bin 8:30, ich bin live. Auf einmal macht er auf Löwe. Komm zur Polizeistation. Vor 3.500 Zuschauern. Also, verstehe ich das jetzt gerade richtig? Du hast jetzt gerade in deiner Stadt, oder wie ist das? Er ist mir in meine Stadt gekommen, er hat mich angerufen, er hat nicht gedacht, dass ich die Eier habe, dass ich mich mit ihm treffe. Ich habe zu ihm gesagt, klären wir auf Schnurrbart. Sofort, er hat zu mir gesagt, 50 Minuten, er schickt mir ein Foto, ich schicke ihm Standort. Auch privat, ohne Internet, ohne Social Media, auf abgelegenem Platz. Man trifft sich ja nicht mitten in der Stadt. Auf einmal, ich warte. Deine Freunde rufen mich an, ich sage, wo ist Manuelsen? Ich warte, ich warte. Er blockiert mich. Er blockiert mich 4 Stunden und erzählt rum, aber dass ich nicht abhebe. Dann geht er live und sagt, komm, Bahnhof zur Polizeistation. Und in der Früh sagt er noch, der gehört weggesperrt, irgendwer muss intervenieren. Irgendwer muss intervenieren. Das hat er gemeint mit intervenieren. Irgendwer muss intervenieren, der gehört weggesperrt. So dumm bin ich aber nicht. Oh mein Gott, so peinlich. Triffst du dich mit 16 Mann am Hauptbahnhof bei der Polizeistation, wenn du dich wirklich auf Schnurrbart klären willst? Ich glaube nicht. Niemand macht das. Und am Millennium City unter 1000 Leuten? Ich schwöre es, der Einkaufszentrum, wo 50 Securities sind, ist das dein Ernst, Junge? Er wollte nur, dass ich auf verrückt hingehe, komm, bewaffnet und direkt in den Knast. Tschüss. Dann hätte er sich auf Schnurrbart treffen wollen, hätte er mir Standort privat gegeben. Er hat mir nicht privat Standort gegeben, er kann erzählen, was er will. Er ist kein Mann und die Hells Angels haben auch ihr Gesicht verloren. Und diese Kanonen-MC, ich habe 1 Stunde Nussdorfer mitten in Wien auf diese Leute gewartet. Und das ist der Punkt. Die hoffen sich nur, dass ich bewaffnet bin, die kommen mit Polizei und ich gehe in den Knast. Und dann sagt er, diesen Gestörten gehört geholfen. Genauso wie er gelogen hat. Er hat ja auch gesagt, Tageszentrum, du kannst googeln die Adresse, steht 8 bis 18 Uhr offen. Die stehen um 21 Uhr da und sagen, irgendwer ist Treppe runtergelaufen. Er versteckt sich, er kommt nicht raus. Niemand wohnt in diesem Gebäude. Du kannst es nachprüfen in einer Minute. Warum lügt man dann sowas? Und bei Rapcheck kommt nichts. Matlack spielt sich die Bälle zu. Und ich sag dir, ich Mo, habe Mo, Verstoß, Mo, der Bruder, ich muss Mo. kurz rausgehen. Ich muss Salam. kurz raus, ich habe Verstoßwarnung. Komm dann Salam. gleich nochmal rein, Bruder.